Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout Shelter. Und in der letzten Folge, beziehungsweise nach der letzten Folge, hat Deadline den Speicherstand übernommen. Und wir gucken uns jetzt mal an, was er damit gemacht hat. Ich bin gespannt. Ich habe ihm den Speicherstand übergeben, als ich gerade angegriffen wurde. Ich weiß, er hat es schon gesagt, einer ist gestorben. Ja. Okay, wir haben Stromprobleme. Nicht nur so ein bisschen, sondern richtig Stromprobleme. Ja, zumindest haben wir ein paar Kronkorken, wir haben extrem wenig Platz. Wir haben 11 Leute, was jetzt nicht wirklich mehr ist als das, was ich vorhatte. Ja, Deadline, da ist der Gute. Oh je, oh je, oh je. Oh, Stromprobleme. Okay, wir haben ein bisschen Geld. Ich werde also den Stromproblemen einmal ganz kurz entgegenwirken, indem ich ein paar Generatoren baue, bis wir wieder im Plus sind und dann verkaufen wir den Kram wieder. So, zumindest haben wir jetzt schon mal die Energie. Das mit dem Depot war nicht so eine gute Idee. Und warte. Das habe ich gehört. Den kann ich gut gebrauchen. Verdammt, zu spät. Ist jemand noch draußen oder auf dem Weg zurück? Nein, okay. Wir müssen uns irgendwie bemühen, dass wir mehr Bewohner kriegen. Sammle 2000 Nahrung. Ja, das geht. Steige dreimal im Ödland auf. Das dürfte leicht funktionieren. Rüste 5 Bewohner mit einem Outfit aus. Das kriege ich sogar hin. Ich weiß nicht, haben wir Outfits? Ah, haben wir. Also gut, wir haben Probleme. Du hast keine Waffe. Nimm mal die. So, und wieder werde ich mich heute erstmal mit Dingen beschäftigen, die Vault quasi reparieren oder versuchen sie zu reparieren, da das hier gebaut worden ist. Haben wir selbstverständlich extreme Probleme mit Strom. Was ich empfehlen würde, ist erstmal auf den blauen und weißen Schrott verzichten oder grünen Schrott. Der gelbe Schrott ist natürlich wichtig, aber der andere, wenn man schon Probleme hat, sollte man das auf jeden Fall lassen. Ich weiß zum Beispiel, dass wir davon jetzt nicht allzu viel brauchen. Die Militärplatine ist gut. Laborglaskolben kann auch weg. Dreieckige Flagge kann weg. Und das Zhao Gao Leder kann weg. Das brauchen wir nicht unbedingt. Ödland-Sanitäter ist auch eine Sache, die wenig gebraucht wird. So wie das, das, das. So, Militärbekleidung brauchen wir. Ödland-Arzt haben wir. So, dann geben wir doch mir einmal eine Militärbekleidung. Wir nehmen den Hoshi, der hier rumrennt. Packen ihn auch da rein und du kommst auch da rein. Das hier wird sich ja von alleine quasi beschäftigen. Ist natürlich ein bisschen blöd, wenn die angegriffen werden von irgendwelchen Ratten oder so. Aber naja, gibt Schlimmeres. So, dann bekommst du auch noch Kleidung. Ich weiß, dass Deadline ein bisschen mehr gespielt hat. Dann hat er aber vergessen zu speichern und ist irgendwie ausgegangen oder so. Ja, Pech gehabt. Er hatte für seinen Charakter tatsächlich eine richtig gute Kleidung gefunden in einer Lunchbox und die war dann quasi weg. Ist halt so. So. Ihr seid schon mal ausgestattet. Strom. Ja, das ist blöd. Ah, das ist der Alien Blaster. Und wir brauchen hier noch eine Waffe. Zack. Wehrt euch, wehrt euch, wehrt euch. Wie viele Stimpacks haben wir? 4. Also, wir gucken uns jetzt mal kurz hier an. Wen haben wir denn hier alles an der Stufe her? Die meisten Stufe. Donald Page, du mein Freund, du wirst mit einer geeigneten Waffe rausgehen. Dafür schnappe ich mir kurz mal Deadlines fokussierten Alien Blaster. So, den gebe ich dann den Donald Page. Der wird dann gleich rausgehen. Wie lange dauert das hier noch? 9 Minuten. Tempo-Modus könnte funktionieren. Wenn das funktioniert, könnten wir ihn nämlich mit 6 Stimpacks rausschicken. Das ist gut. Weil wir müssen im Ödland aufsteigen. Level-Ups. So, das funktioniert am besten, wenn er eine Stufe 1 ist, eine gute Waffe hat und auf jeden Fall Stimpacks und Redaway dabei hat. Dann steigt er sehr, sehr schnell auf. Wir müssen noch einen Bewohner ausrüsten. Dafür schnappen wir uns dich hier. Wir haben kaum irgendwas mit P. Das ist doch P, ne? Ne, das ist A. Ach, wir haben kaum Klamotten für A. Ja, Kellnerin-Bekleidung haben wir. Das ist schon mal gut. Warum Willy Brooks hier mit Charisma rumrennt.
rennt. Ich meine, klar, dass die Kleidung gehört zu ihm, aber er ist halt momentan nicht wirklich, ja, gut dafür, weil er ja hier drin ist. Höchstwahrscheinlich spekuliert da jemand auf das Radiostudio. So, da brennt Feuer, das ist nicht so schlimm. Wir müssen Leute produzieren und so wie es aussieht, brauchen wir Stärke, Leute. Wir haben mal keine Stärke Frau. Hier ist das kein Problem, hier haben wir Männlein und Weiblein. Nö, hier haben wir auch Männlein und Weiblein. Wobei du mehr dahin gehörst, ne? Dann nehme ich dir mal den Voltanzug wieder weg. Du gehst dann dafür dahin. Mein Handy vibriert mal wieder in meiner Tasche. Das ist ein bisschen störend. Den Ödlandarzt geben wir ab. Und du kriegst dann auf jeden Fall den gepanzerten Voltanzug. Jetzt haben wir es alles ein bisschen besser sortiert. Sammle 15 Waffen. Das ist nicht schlecht. Das ist wirklich nicht schlecht. So. Als nächstes würde ich gerne ein paar Kinder produzieren. Ich werde nämlich gleich einen kurzen Aufnahmestopp machen. Und währenddessen werden wir Kinder zeugen. Ja, ist schwer, ne? Donald Page. Du bist eigentlich sehr gut in P. Könnte ich hier mit reinstecken. Also Strom müssten wir jetzt, da wir jetzt drei Leute mit ordentlicher Kleidung haben, beziehungsweise zwei Leute mit ordentlicher Kleidung, der hier hat. Ja. Wir lassen ihn mal nackt und dafür geben wir dem hier mal die Räderrüstung wegen A plus 2. Und daraufhin werde ich mal die Schlafanzüge alle verkaufen. Seht ihr, jetzt haben wir wieder ordentlich Lagerplatz, dadurch, dass ich hier alles ein bisschen quasi raussortiere, was wir nicht brauchen. Hier die kleinen Billigwaffen, da sind die Fäuste besser. Das hier kann noch weg. Komm, dies packen hier wir noch weg und das hier packen wir noch weg. So. Dann gucken wir mal, was haben die denn für Waffen? Du kriegst auf jeden Fall schon mal eine verbesserte Jagdflinte. Du hast eine Waffe. Du hast eine gute Waffe. Oh, ja, so lala, ne? Da wechseln wir mal ein bisschen. Da sehen wir auch schon wieder, der braucht auch wieder eine neue Waffe. Also wir müssen unsere Leute auf jeden Fall ausgerüstet halten. Top-Ausrüstung brauchen wir für den ganzen Kram, den wir hier haben. Luftgewehr, das hat hier einfach nichts mehr verloren. Und deswegen kommt das weg. Luftgewehr. Ja gut, jetzt haben wir kaum noch was Gutes, ne? Wir haben hier 1 bis 2 Schaden. Ist immer noch besser als die Faust. Muss man dazu sagen. Ist immer noch besser als die Faust. So, du hast ja schon eine Waffe, das weiß ich. Habe ich dir ja gerade gegeben und du hast auch eine Waffe. Gut. Zeit, das Ganze nochmal ein bisschen zu reduzieren und das alles zu verkaufen. Und schon haben wir wirklich nur noch einen Lagerplatz von 4. Weswegen wir eigentlich das hier nicht mehr bräuchten. Aber ich habe ja gesagt, ich lasse alles stehen, was ihr so aufgebaut habt. Ihr könnt natürlich, wenn ihr den Speicherstand habt, könnt ihr das ändern. Aber ich versuche mit dem zu leben, was ihr mir gebt. Wenn ihr jetzt entscheidet, okay, Lagerplatz brauchen wir nicht, könnt ihr das löschen. Ist halt so. Gut, ich muss sagen, der Fremde war gerade irgendwie eine Millisekunde da. Kann man gar nicht so schnell reagieren. Stecke dreimal im Ödel auf, versuche ich jetzt noch hinzukriegen. Ich weiß nicht, ob das zeitlich passt, bis die Folge kommt, denn wir waren ja im Osterwochenende und ich hatte das ganze Wochenende halt zu tun. Und deswegen nehme ich heute wieder Montag auf. Ich wollte eigentlich früher aufnehmen, ich weiß, aber wir waren auf einem Mittelalterfest da und ich stinke komplett nach Rauch, also nicht nach Zigaretten noch, sondern von so einem Lagerfeuer. Weil meine Mütze riecht einfach nach Lagerfeuer, meine Jacke riecht nach Lagerfeuer, das ist. Ich will die auf jeden Fall gleich mal draußen irgendwie hinhängen, meine Jacke zumindest. Und die mal ein bisschen lüften, damit morgen nicht sich alle beschweren, dass ich irgendwie nach Lagerfeuer rieche. Als würde ich dann am Lagerfeuer leben. Seht ihr, Strom haben wir bereits alles schon wieder hingekriegt, dadurch, dass wir das alles jetzt sortiert haben. Es läuft schon ein bisschen besser. Ich werde jetzt nochmal vorläufig hier ein bisschen was wegmachen. Ich bin ein kleiner Perfektionist und ich kann das so nicht stehen lassen. Naja. So viel dazu, unsere Vault sieht jetzt recht sicher aus.
Wie ihr seht, wenn hier irgendwas ausbricht, kann ich sie jetzt jederzeit woanders hinschicken. Das ist easy. Ich werde jetzt noch mal ganz kurz zwei Parteien immer rausholen. Männlein und Weiblein. Um Nachwuchs zu produzieren. Du kannst... Ich schicke mich mal dahin. Obwohl, mich dahin zu schicken, ist vielleicht ein bisschen blöd. Deadline, Deadline, Deadline. Wir haben mit dir ein kleines Problem. Du kriegst erstmal einen Voltanzug. Du wirst eher dahin geschickt. Und den Sportsfan. Deadline hat ja nicht gesagt, dass er irgendwas behalten will, deswegen gebe ich das einfach weiter. Und dann schicken wir dich erstmal zur Reproduktion unseres Teams. Damit wir irgendwie auf 13 Bewohner kommen, wäre schon nicht schlecht. Wir gucken mal, wie weit müssen wir kommen. Bis zum reinen Studio brauchen wir 20 Bewohner. Also wir hatten schon ein bisschen mehr, ne? Wir hatten, ich glaube, wir hatten 16, 15, weil dafür kriegen wir das Forschungslabor, ne? Da ist ja einiges abgekratzt. Uhuhu. Naja. So. Als nächstes streben wir also das Aufseherbüro an, damit wir Quests machen können. Und das ist kacke. Hast du nur ein Luftgewehr? Das geht eigentlich. Ja, ich lasse dir jetzt noch mal kurz laufen. Und ich denke, dann sind wir für eine kleine Pause bereit. Speziell zum Kinderzeugen ist das recht gut, wenn man jetzt... Ups, sorry. Eine Pause macht. Aber müsste er das nicht einfach speichern? Er hat das Ganze doch jetzt gespeichert. Ich weiß nicht, wie Deadline es geschafft hat, seinen Speicherstand nicht zu laden. Ich meine, ich bin jetzt in Hauptmenü gegangen und er hat das ja gespeichert. Ja. Keine Ahnung. Also, ich wollte jetzt nochmal ganz kurz prüfen, seid ihr verwandt? Nein. Seid ihr verwandt? Nein. Okay. Dann werde ich hier mal kurz pausieren, denn ich komme dann in einer Stunde wieder oder zwei. Und dann werden wir die Kinder quasi abfarmen und wenn ihr den Speicherstand habt, müssten sie dann circa erwachsen werden. Und dann könnt ihr mit diesen auch schon wieder irgendwas machen. Also denkt dran, Freunde, wenn ihr irgendwelche Leute verliert, produziert doch einfach ein paar nach. Zumindest bis zum Radiostudio. Wenn wir das Radiostudio hinkriegen, Freunde, wird alles ein bisschen einfacher. Versprochen. Wir sehen uns gleich wieder. So, Freunde, es ist ein bisschen Zeit vergangen. Wir gucken einmal ganz kurz, was hier so abgeht. Ich würde gerne Zeit mit dir verbringen. Ja, die machen jetzt ordentlich schön Babys. Sehr schön. Der Kollege hier, der hat noch seine 6 Stims, ist zweimal bereits aufgestiegen. Einmal muss er noch schaffen. Das heißt, ich werde gleich auf jeden Fall noch einen Cut setzen und 15 Waffen sammeln. Werde ich so nicht hinkriegen. Leider stand keiner mehr vor der Tür. Schade. Naja. Guck mal, die sind happy. Ja. So, Donald Page. Ja, immerhin hast du einen Handwerker-Roll gefunden. Das ist schon nicht schlecht. Ja, wir lassen ihn jetzt noch ein bisschen laufen. Und dann ist gut. So, die Kiddies sind auch da. Dann gehst du mal dahin zurück. Du gehst dahin zurück. Du gehst dahin zurück. Und du kommst durch. Von wo kommst du denn? Kommst du überhaupt von irgendwo? Ich glaube, dich hatte ich hier reingepackt, oder? Was kannst du überhaupt, Deadline? Ach, es ist Deadline. Gar nichts wahrscheinlich. So schlecht es sich auch anhört. Er kann gar nichts. Wer weiß, wer weiß. Naja. Na, guck mal, Baxi. Warst du schon immer so? Ja doch, Baxi war schon immer so. Oh. Gehört eigentlich mehr ins Ödland. Aber wir haben derzeit nichts anderes. Ja, cool, jo. Ihr rennt auf jeden Fall da hoch. Weil das ist doch eine Nummer zu schwer für euch. Und hier haben wir auf jeden Fall Joyce. Hatten wir nicht eine Intelligenzbestie? Ist unsere Intelligenzbestie ist tot, ne? Ich sehe schon. Ich sehe schon. Das ist natürlich ein bisschen kacke. Aber naja, gut. Lassen wir ihn noch ein bisschen laufen. Dann sehen wir uns wieder. Dann können wir bereits Steige 3 mal im Ödland auf mitnehmen. Und dann gucken wir, was noch kommt. Sammler 2000 Nahrung ist echt schon happig, ne? Ich meine, im Endeffekt, ich habe einen frei, den ich wegnehmen kann. Sammle 500 Wasser. Das wird ja immer besser. Naja, besser als gar nichts, nicht wahr? Und wir sammeln ja auch Wasser. Bis später.
So, Freunde, da kommen wir jetzt zum letzten Teil der Aufnahme. Habe jetzt nämlich nicht mehr viel Zeit. Es ist jetzt schon halb acht. Nice. Gut, das haben wir schon mal geschafft. Das war doch eins der wichtigen Parts. Und als nächstes hab vier schwangere Bewohnerinnen. Ist nicht wahr. Mann, ich habe doch schon zwei. Zählt das nicht? Das müsste doch eigentlich zählen. Schon scheiße. Naja. Du bist doch fröhlich am Kunden mit 5 Stimpacts. Ich will dich ehrlich gesagt nicht laufen lassen. Ich will dich ehrlich gesagt nicht laufen lassen. Ich würde ihn gerne weiter laufen lassen. Ich habe aber Angst, dass er stirbt, wenn ich den jetzt den Speicherstand weitergebe, dass der einfach krepiert, weil der nächste vielleicht erst morgen Zeit hat. Deswegen werden wir ihn gleich auf jeden Fall zurückschicken. Nein, das ist nicht der, nicht dein Ernst. Jetzt habe ich auch einen Schluck auf. So. Okay, wir gucken mal, was wir gleich bauen können, um unsere Misere zu verbessern. Eigentlich brauchen wir einen Haufen Leute, die beim Strom arbeiten. Das brauchen wir eigentlich. Momentan sind jetzt wieder nur zwei drin, weil der eine, der ja beim Strom arbeitet, unterwegs ist. Dankeschön. Na, immerhin ein bisschen Kronkorken. Ich würde gerne einen Generator bauen, aber wir haben einfach nicht genug Personal dafür. Wir haben einfach nicht genug Personal dafür. Okay. Freunde, ich würde Folgendes vorschlagen. Wir müssen verdammt viele Kinder zeugen. Deswegen würde ich sagen, schicken wir mal dich dahin und Istvan Volker ist eigentlich auch. Die schicken wir auch dahin. So, haben wir noch mehr Schwangere. Und dann schicken wir euch beide hin, ne? Baxi und die andere Intelligenzbestie, um noch ein Kind für die Intelligenzbestien zu zeugen. Bedenkt daran, wenn ihr den nächsten Speicherstand, wer den nächsten Speicherstand übernimmt. Wir haben extreme Stromprobleme. Wir haben extreme Stromprobleme. Das heißt, ihr müsst echt überlegen, ob ihr während der Woche großartig was bauen wollt oder eher auf den Fokus setzt, die Vault besser bzw. neu zu besiedeln, weil wir ja auch wenig Leute haben. Also mein Tipp der Woche wäre du. Du, der das Ganze gleich spielen wird, der wird einfach mal die 15 Waffen sammeln, ne? Da ist ja nicht viel zu tun. Ein bisschen Wasser sammeln. Hab vier schwangere Bewohnerinnen, da arbeite ich gerade schon dran. Es kommt eigentlich recht gelegen, diese Quest. Wir brauchen E-Bewohner. Schade finde ich nur, dass die hier nicht mitgezählt werden. Weil sonst hätten wir es ja. Sonst hätten wir es schon. Gut, ich schicke jetzt nochmal Donald Pelch zurück. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Woche wieder. Und dann gucken wir mal, was aus dem Speicherstand geworden ist. Ich bin ganz gespannt drauf. Haut rein, euer Seerutsch.